glaube, Jakob, wir können uns auch selber mal ein Geschenk machen. Oh, echt? Für mich? Ja, für dich. Das ist aber lieb. Willst du das haben? Dann guck mal rein, was da drin okay, ist. Okay, bin jetzt gespannt. Dass du dich so lieb warst und dich so peinlich angezogen hast für mich und dass du immer so dämlich grinst. Dafür möchte ich dir was schenken. Na, was hast du bekommen? Komm ich mal. Habe den Einspieler bekommen, in dem du mit Joko im Zoo warst. Das war eine Bestrafung für eure Niederlage bei Joko und Klaas gegen ProSieben. Das ist korrekt. Gibt es vielleicht noch eine interessante Anekdote, die vielleicht nicht im Einspieler war? Nee, bei dem Dreh wirklich nicht. Das heißt, alles, was einigermaßen interessant war, ist in dem Einspieler gelandet. Das heißt auch, es gab jetzt auch nicht so ein nettes Hin und Her zwischen dir und Joko. Also ihr habt einfach irgendwo gesessen und ins Handy geguckt und dann gedreht. Genau so war es. Und wie viele Fliegen hast du noch in Körperöffnungen mit nach Hause genommen? Ja, zwei habe ich abends dann noch gefunden. Ja? Okay. Ja, und dann sofort freigelassen. Da, wo die Sonne nicht scheint. Ja. Da hat es auf einmal an der Stelle gebrummt, wo ich nicht erwartet habe. Ja, und das kann man sich jetzt hier noch mal anschauen. Also jetzt nicht das, was du beschrieben hast, aber den Einspieler. Ne? Ja, als wir im Zoo waren, bitteschön. Ja, hallo, wir sind Joko und Klaas, ne? Ja. Und wir sind im Zoo. Das ist jetzt so. Wir haben unsere Sendung verloren. Jetzt müssen wir im Dienst des Senders antreten. Und die, muss ich sagen, durchaus eigentümliche Idee von ProSieben war, dass wir eine Doku im Zoo machen sollen. Also wir haben einen Plan vom Zoo plus einen Stundenplan vom Zoo, damit ihr wisst, bei welchen Tieren ihr sein müsst. Ihr kriegt noch ein Outfit, also Arbeitskleidung. Können wir, wenn wir ein Outfit haben, also Arbeitskleidung, hätte ich auch gerne so ein Intro noch, wie bei Gorilla, Panda und Co. Oh. Das gucke ich gerne. Können wir auch einen Aufsprecher haben, der dann immer so sagt, die beiden machen sich jetzt auf den Weg? Klar, wenn du einsprichst. Ja? Die beiden machen sich nun auf den Weg. Die Mitarbeiter Joachim und Klaas sind Tierpfleger aus Leidenschaft. Fahren wir hier rüber, da, Adlerschlucht vorbei, Antilopenhaus, links vom Pandagarten, Elefantenhaus rüber, Richtung Affenhaus. Dann am Reich der Jäger rechts im Aquarium. Sehr gut. Ja. Gut. Los geht's. Mit dem Auto ist man schneller. Morgen. Die Graureiher sind wieder ausgebrochen. Hallo, na? Hallo, Tag. Aber was ist das? Die beiden Tierpfleger ziehen sofort die Aufmerksamkeit auf sich. Ey, sag mal, sind das Joko und Klaas? Jetzt leck mir die Düse. Das sind die wirklich. Glaubst du, man darf die füttern? Sag mal, Joko, ist das dein Ernst? Was denn? Du sollst den Off-Text sprechen und keine Tiere synchronisieren. Hä, wieso? Das gibt's bei Gorilla, Panda und Co. auch nicht, dass da Tiere synchronisiert werden. Aber das ist ein gutes Stilmittel, pass mal auf. Hallo, guten Tag, wie geht's? Kann ich behilflich sein? Oh, Sie sind Holländer. Joko. Haben Sie lecker Käse für mich? Joko, können wir bitte einfach diese Doku weitermachen? Ist ja gut, von mir aus. Danke. Arschloch. Was? Weiter geht's zur Basiliskenfütterung für die beiden Pfleger Joachim und Klaas. Wir fahren jetzt zu den Basilisken zum Füttern. Und wenn ich mal ganz unumwunden zugeben darf, dass ich gar nicht so genau weiß, was das für ein Tier ist. Basilisk? Was ist ein Basilisk? Ja, ist so, ich dachte, es wäre ein Gewürz. So, das ist die Stamm vom Basilikum ab, genau. Das riecht wie in meinem alten Kinderzimmer. Oh Gott, Halleluja. Also, wo sind die Basilisken? Lass schnell die Basilisken füttern. Ich weiß nicht, was Basilisken sind, Alter. Ja, ist jemand da? Hallo, wir suchen einen Basilisken. Hallo, wir sind Joko und Klaas. Wir sollen den Basilisken füttern, weil der hat wohl Hunger und bräuchten kurz zwei, drei Infos, wie wir den füttern. Und vielleicht wäre auch ganz gut, einmal zu sagen, was ein Basilisk ist. Ja, also wir haben hier eine größere Gruppe unserer Nachzuchten von den Kronenbasilisken. Ja. Und wenn ihr die jetzt füttern wollt, dann müsstet ihr als allererstes einmal Fliegen fangen. Und dann gehen wir einmal zum Fliegenraum und dann erkläre ich euch alles weitere. Im Fliegenraum? Du grinst so, was passiert jetzt? Ja, das ist hier der, würde ich sagen, beliebteste Raum im ganzen Zoo. Der ist halt wichtig, wenn man Basilisken züchten möchte, muss man eben auch Fliegen züchten, sonst kann man sie nicht vernünftig ernähren. So, und ihr müsst sie aber fangen, dafür kriegt ihr den Kescher. Und wenn es Röhrchen voll machen, dann sind sie gut. Voll heißt randvoll. Randvoll, genau. Randvoll mit Fliegen. Ich glaube, ich habe keine Vorstellung davon, wie viele Fliegen in diesem Raum sein werden. Also entweder wird es jetzt gleich viel schlimmer, als ich es mir vorstelle, oder es wird viel besser, als ich es mir gerade vorstelle. Alter, das sind nur Fliegen. Ich wusste nicht, dass ich vor Fliegen Ekel habe. Boah, ist das wieder der Himmel. Boah.
nicht durch die Nase atmen. Warte, 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 lass mal. Boah, das ist widerlich! Boah! Halt es nicht aus. Ich will hier wieder raus. Das ist eine Qual! Oh, Klaas, das ist wirklich einfach richtig unnötig. Das ist richtig, richtig unnötig. Das braucht kein Mensch. Was denn? Oh, es ist dick. Oh, es ist dick. Das ist wirklich. Okay, oh, boah, das war das Ekligste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gemacht habe. Ey, bah! Ich will an die Luft. Ah! Mir ist richtig schlecht. Wie schön haben wir denn? Ist bald halb zwei durch. Oh. Ja, müssen wir mal Pause machen, sonst wird das nichts mehr. Da hier ist doch gut, oder? Sorry, das ist wichtig, dass man Tiere füttert. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns gegenseitig mal füttern. Also, beziehungsweise wir uns selber füttern. Also, Sabine hat uns Grillgemüse vegan eingepackt. Ja. Das ist jetzt unser ganzes Mittagessen? Mit unseren Tapir-Händen sollen wir das jetzt essen? Ja, ja, wow. Also auch so richtig Schmand an der Finger. Ich hab richtig Tapir-Hände. Ja, ich mag das Essen so nicht essen. Mal, muss man alle Tiere jeden Tag füttern? Aber natürlich kriegen die jeden Tag was zu essen. Glaube ich nicht. Oh. Eine Schlange zum Beispiel kriege ich jeden Tag was zu essen. Deswegen sind die auch so schlank. Fall gerade die Vier. Hast du jemals eine fette Schlange gesehen? Also Teile, die jetzt nur praktisch einen dicken Bauch hatte. Wie witzig wäre das, wenn du so eine Schlange hast? Die sind total überfressen. Das ist mit so Biertitten. Du lässt die Kamera so, ich fahr aus dem Bild. Also weitere Videos auf diesem Kanal, die gibt's da. Wenn ihr das abonnieren wollt, da ist da oben. Und da unten, da gibt es ganze Folgen bei Join. Ja, muss ihr ja selber wissen.